So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot Together. Da hat es mir gerade irgendwie komisch den Sound weggehauen, keine Ahnung. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind immer noch im Silphco-Gebäude. Und unser Team ist ein bisschen angeschlagen. Und minimal ungleichmäßig trainiert. Der Rüsselmops ist jetzt schon Level 39. Wieso hat er den überhaupt weiter trainiert? Der hat doch eh schon viel zu viele Erfahrungspunkte im Vergleich zu den anderen. Ach Gott. Naja, Flieger ist als einziger nicht wirklich trainiert worden, wenn ich das richtig sehe. Ich gehe mal davon aus, dass der bald aus dem Team fliegt. Habt ihr verstanden? Der Flieger fliegt aus dem Team. Hier haben wir jedenfalls ein Eisen. Hier ist ein Nugget, sehr schön. Diese Blumentopf-Farm-Tour geht weiter hier. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Der Nummer 2 von denen, die ich erledige zumindest. Ich habe keine Ahnung, ob Drago in der Zwischenzeit den Rest irgendwie mal angefangen hat. Wir haben jedenfalls Adrian vorne. Der ist auch schon ein bisschen beschädigt worden. Jedenfalls kriegt er jetzt gleich mal genug Erfahrungspunkte, um Level 38 zu erreichen, und da kriegt er wieder 4 KP. Das ist schön. Ein Smogon. Machen wir mit Jake. Der sieht zwar nicht mehr so ganz gut aus, aber ich glaube, dem pfeife ich jetzt gleich einen Supertrank rein. Weil zuerst mal können wir dieses Smogon hier wegblitzen. Wie wir wissen, Smogon hat zwar eine gute Verteidigung, aber in der Spezialverteidigung ist es weniger gut. Habe ich ja in diesem Let's Play schon mehrfach gesagt, und die Attackenpunkte vom Donnerblitz gehen bald aus. So, 1026 Erfahrungspunkte reichen noch nicht ganz. Jake darf dann mal weiter nach vorne. Mike kommt dann direkt hinterher. Oh, hast du was zu sagen? Du bereitest uns nichts als Ärger. Ja, pass auf, sonst kommt es gleich noch härter. Den Rest vom Spruch, den kennt ihr ja selber gut genug. Gehe ich zumindest mal von aus. Ja. Da gibt es jedenfalls Level 38 für unseren Jake. Und ein Elektroball kommt. Das ist doch ein ideales Kanonenfutter für unseren Mike. Können wir uns wieder schön reinschaufeln, weil wir sind ja so weit überlevelt, dass Mike sogar einen Elektroball überholen kann. Ist hier natürlich super effective. Ja, da hast du verloren. Hm? Das überrascht dich. So. Dann schauen wir mal, was hier drin noch alles gibt. Ob die Silphkur schon erledigt ist? Noch nicht. Bisschen Zeit habt ihr noch. Hier ist nichts drin. Okay, gegen den hat er schon gekämpft, das ist gut. So, jetzt sind wir wieder im 8. Stock. Ja, da ist der 3. von den 4. Könnte auch schon der 4. sein, ich bin nicht sicher, je nachdem, ob Drago einen erledigt hat oder nicht. Er schickt jedenfalls ein Golbat in den Kampf. Aber Mike zeigt sich dementsprechend relativ unbeeindruckt. Ein Traumato. Schon wieder so ein kleiner Pedo.
Du kriegst einen Schaufler. Tja, nix Konfusion. Einfach gepflegt sterben gehen. Ja, natürlich kommt jetzt noch ein Hypno. Du kriegst erst recht noch einen Schaufler ab. Aussetzer. Na gut, dann hast du halt meinen Schaufler blockiert. Ist mir egal, ich brauche den jetzt eh nicht mehr. Für den Rest sollte nämlich ein Steinhagel locker reichen. Tja, da ist wieder ein Rocket weniger. Haben wir in diesem Blumentopf, meine ich, jetzt gerade nachgesehen? Hier ist jedenfalls nichts. So, und hier wollte ich ja hin. Die kleine Heilstation. Hier ist Calcium. Ach ja, ich hatte ja von vorhin noch ein Eisen. Das muss ich jetzt auch noch verteilen. Moment, was ist das alles hier? Es gibt ja noch keine Medizintasche. Dann wollen wir doch mal... Oh, hier ist noch ein KP Plus. Wer braucht ein KP? Ach, kann man deswegen alles Adrian haben? Der kann nie genug KP haben. Calcium... Kann er ebenfalls haben. Spezialangriff ist immer super. Und Eisen ist eigentlich auch super für ihn. Ein Aquana kann mit allem was anfangen. Außer mit Angriff. So. Ja, mag sein, dass mich meine Pokémon sehr zu mögen scheinen. Gab der Satz jetzt überhaupt Sinn? Na Gott, da haben sie schon wieder ein Traumato. Dann schaufeln wir uns halt wieder ein. Kopfnis wollte er uns geben. Und das ist Level 38 für unseren guten Mike. Da haben wir ja schon mal fast aufgeholt zu dem, was der Rest hier noch hat. Und Slimer kommt jetzt rein. Dann kommt jetzt Jake wieder an die Reihe. Er kann jetzt wieder schön weiter Donnerblitzen und sogar noch unnecessary Crits machen. Ne Mocholo. Komm her damit, kann ich auch gleich wegblitzen. Und bye bye Mocholo. Ah, da schreist du, ne? So, nachdem ich weiß, dass da oben nichts mehr ist, gehen wir mal hier rein. So, bei dem sind wir ja schon zweimal vorbeigekommen, als wir damals den Türöffner geholt haben. Für euch ist das ja mittlerweile 2 Wochen her. Ein Voltoball. Surfer, ich will den nämlich nicht berühren, die Statik abkriegen. Wobei, hat der überhaupt Statik? Ich meine, es ist eine seiner Fähigkeiten. Ein Smogon. Den können wir auch wegsurfen. Und 684 Erfahrungspunkte und dann kommt noch ein Magneton. Ja, das macht er auch. Da gibt es nämlich jetzt einen kleinen Brick Break. Ein Schaufler wäre zwar noch effektiver gewesen, aber der dauert mir jetzt zu lange. Du wirst mich besiegt, ja, das hast du gut erkannt. Und dafür hast du wahrscheinlich ewig lang studiert, um das jetzt zu erkennen, wer gewonnen und wer verloren hat, ne?
Jake wollte ich eigentlich wieder an den Anfang setzen. So, haben wir hier noch was drin? Nö. Damit sind wir mit dem Stockwerk auch schon wieder fertig. Hier ist nichts drin. Genug von deinen dummen Spielchen. Was denn für dumme Spielchen? Es ist mein voller Ernst, dass ich euch hier alle verkloppe. Nichts als mein voller Ernst. Wer würde denn behaupten, dass das ein Spiel ist? Es ist nur ein... Oh, Moment. Es ist ja ein Spiel. Verdammt. Wenn man so genau drüber nachdenkt, hat er recht. Aber das Spiel ist nicht dumm. Also habe ich doch wieder einen Grund gefunden, ihn zu verprügeln. Pokémon ist kein dummes Spiel. Ah, na super. Jetzt kommt natürlich ein Anruf von Skype. Den kann ich jetzt ja gleich mal ablehnen. Ich sollte mich doch auf beschäftigt stellen manchmal. Muss ich mal schauen, ob ich das hier mal einstellen kann. Jupp, so. Mal eben schnell mich selbst auf beschäftigt gesetzt. Das sollte ich generell während der Aufnahmen mal machen. So. Jake ist immer noch vorne. Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Oh ja, mache ich doch gerne. Für dich doch immer wieder, der Herr Rocket Rüppel, der einer von den vielen, die keinen Namen haben. Ich nenne dich jetzt einfach Bernd. Na, wie geht's dir, Bernd? Ich habe gehört, du bist im 9. Stock gezogen, ne? Wie geht's dir so, hm? Ah, bist aber nicht sehr gesprächig heute, Bernd. Dann, ach, geschockt habe ich ihn jetzt. Ja, deswegen sagt er nichts. Das erklärt alles. Carbon, mehr Init. Sonderbonbon, Level Up. Hyperball, können wir demnächst vielleicht brauchen. So. Und noch ein KP Plus. Hilfe, ich habe Angst. Ja, Pech. So, Calcium. Das können wir diesmal Jake geben. KP Plus. Klingt auch Adrian. Der kann mit KP am meisten anfangen. Im Moment, Carbon hatten wir da noch. Der ist ein relativ langsam von uns. Eigentlich der Rüsselmops nur. Und Adrian. Aber ich gebe Skilltextory, der ist zwar schon ziemlich schnell, aber ein bisschen mehr Init kann nicht schaden. So, und hier sind wir im 10. Stock. Hier ist noch Zink, Spezialverteidigung. Hier findet man so viele Vitamine, das ist unglaublich. Wir brauchen Spezialverteidigung, der Rüsselmops. So. Stopp, hast du einen Termin beim Boss? Ja, hab ich. Hier, steht auf dem Zettel hier, den ich mir gerade ausgedacht habe. Und nein, das ist keine Einkaufsliste. Wenn da Spaghetti und Tomatensauce draufsteht, bitte ignoriere das. Das ist wirklich keine Einkaufsliste. Das ist wirklich meine Berechtigung, dass ich jetzt gleich ein Meeting mit dem Boss hab. Ja, wie, du glaubst mir nicht. Jetzt muss ich halt den Radfratz verprügeln dafür. Mein Gott, immer diese Rocket-Rüte. Reicht hierfür eigentlich schon ein Rückzug-Hieb? Das würde mich jetzt mal interessieren. Gerade nicht, ne? Tja, aber man muss es ja mal versuchen. Ein Zubat. Bei denen kann ich mal einen Rückzug-Hieb probieren. Überlebst du den? Ja, der überlebt ihn auch. Der macht dann Flügelschlag. Warum auch immer. Der ist nicht effektiv und du machst dich selber paralysiert und so. Nicht klug. Ups, da wollte ich noch nicht auswechseln. Ein Rattan kommt jetzt rein. Das ist noch das schöne Level 39 für unseren Jake. Auch wenn er mich jetzt bedroht. Dann kriegst du halt den Donnerblitz.
131 Erfahrungspunkte, Level 39. Sehr schön. Und noch ein Radfratz. Das kriegt Mike. Mike ist ja sowieso das Pokémon, das jetzt schon am längsten in dieser Entwicklungsstadium ist, ne? Von unserem ganzen Team. Der hat sich ja schon mit Level 16 zu einem Nidoking entwickelt. Okay, ich lasse dich durch. Ich bin eh schon an dir vorbeigerannt. Pokémon von unserem Boss werden dich fertig machen. Boss kann ich mal. So. Ich würde gerne mal wieder in den 8. Stock. Das Silfco-Gebäude mache ich jetzt noch fertig. Aber zuerst würde ich gerne noch mal hier hin. Dann gehen wir hier oben vorbei. Jetzt ein paar der wenigen Teleporter, von denen ich weiß, wie sie verbunden sind. So, Green, du fängst an mit Taubos, das weiß ich. Also lasse ich Jake jetzt auch sogar mal vorne. Der wird jetzt zwar komplett überlevelt, aber gut. Ach, ich habe dieses Team vermisst. Das hat dich aufgehalten, Rot. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und habe mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Tja... Der gute alte Green. Nimm Level 37 Taubos. Da muss ich dich aber leider enttäuschen. Jake ist schneller. Oh, es sei denn, du machst Ruckzuckieb. Das ist natürlich ein Argument, wenn du sowas machst. Dann machst du aber fast keinen Schaden dafür. Ja, und ich bin super effective. So, was kommt? Fukano. Ja, das macht doch unser Adrian liebend gerne. Adrian wird beim nächsten Kampf ziemlich viel abkriegen von den ganzen Viechern, weil da so viel eine Wasserdoppelschwäche haben. Ich glaube, da reicht eine Aquawelle für das Vulcano. Vulcano hält ja nichts aus. Owei. Owei, Owei. Was mache ich denn gegen ein Owei? Wäre super, wenn ich jetzt ein Feuer-Pokémon. Ach, ich hab ja eins. Na, was für ein Pech für dich. Einmal den Flammenwurf, bitte. So, als nächstes, wenn ich ihn richtig einschätze, kommt Turtok. Natürlich. Da muss unser Jake wieder ran. Ich meine zwar, dass Turtok einen Donnerblitz überlebt, aber Jake wird auch eine Wasserattacke von Turtok überleben. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, er ist paralysiert, das ist ja super. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Ja, immer ich und mein Hex, ne? Oh, hat der eine Prio-Attacke? Muss ich mal überlegen, hat Turtok eine Prio-Attacke im Moveset? Ich meine nicht, ich schaue aber gleich mal nach. Oder die beiden waren einfach nur gleich schnell. Simsala kommt jetzt auf jeden Fall. Was machen wir denn gegen Simsala? Moment mal. Du kannst nicht zufällig schon irgendwas Neues wieder? Nö. Simsala würde ich gerne mit einem physischen Angreifer machen. Allerdings ist Mike da eine schlechte Wahl, weil... Ja... Psychoschwäche und so. Ja, wenigstens ist Luxury schneller. Und der überlebt den Flügelschlag sogar. Das trotz der richtig schlechten Verteidigung von Simsala. Jedenfalls ist das Level 39 für Glutexory. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst.
Ja, das habe ich auch vor. Also, Rod, ich zähle dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, kenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald werde ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Rod, und trainiere schön weiter. Ciao! Ich mag ihn. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ein Lapras. Will ich einen Lapras einen Spitznamen geben? Mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein, also nein. Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Das weiß ich doch alles. Und hier sind wir wieder im 10. Stock. Da wartet noch ein Rocket-Typi auf uns. Den verprügeln wir auch noch. Und danach verprügeln wir Giovanni. Ein Tragosso. Und ich habe vergessen, Jake von der Spitze zu nehmen. Und gegen ein Tragosso will ich ihn jetzt nicht unbedingt kämpfen lassen. Also kommt Mike rein. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, einen Knochenmarang abzukriegen mit ihm. Ja, er macht eh nur Raserei. Dann gibt es jetzt einen Surfer. Und Traumato hat er auch noch. Ja, da lasse ich ihn drin. Sie einer der letzten, die jetzt noch ein Level up brauchen bis Level 39. So. Wenigstens geht das Traumauto von dem Schaufler One-Hit tot. Ein Knocker. Sehr interessant. Aber der wird auch weggesurft. Knoggers Spezialverteidigung ist nicht unbedingt die beste. Level 39. Bitte, verschone mich. Ja, ja, ist ja schon gut. Wenn du auf die Knie gehst und dreimal das Vaterunser betest, dann überlege ich es mir vielleicht. Was? Ah, schon gut. So. Ich weiß jetzt nicht genau, womit Giovanni anfängt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man mit Adrian bei ihm nichts falsch machen kann. Ah, Rod, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus, oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ja. Boss Giovanni und ein Nidorino hat er. Okay, das einzige, gegen das ich keine effektive Attacke habe mit Adrian, aber das soll mir egal sein. Denn ja, Adrian steckt alles, was der hat, locker weg und kann ihn einfach wegsurfen. Da gibt es jetzt noch eine Aquawelle hinterher. Dass Nidorino schneller ist, das wundert mich auch nicht unbedingt. Es ist ja auch ein relativ schnelles Pokémon. Adrian ist relativ langsam. Nidoqueen. Ja, das ist schon voll entwickelt bei ihm. Ein Rutenschlag, okay. Dann kriegst du jetzt erstmal einen Surfer. Hat sogar überlebt. Doppelkick, das könnte jetzt wehtun nach dem Rutenschlag, aber gut, es geht. Adrian schaukelt das Schiff schon. Gibt es wenigstens einen Haufen Erfahrungspunkte. Kangama. Das mache ich mal kurz mit Mike. Das ist wenigstens kein Mega-Kangama. Gibt es ja hier auch noch nicht. Aber Mia Kangama, es ist so ein Drecksvieh. Es hält einfach sau viel aus, macht sau viel Schaden und hat eine extrem, wirklich extrem krasse Fähigkeit. Und Rihorn.
Ach komm, das kann jetzt Mike auch noch fertig machen. Wenn wir schon so dabei sind, nach dem Motto. Weil Rion hat nämlich da auch so eine doppelte Wasserschwäche, wo man schön exploiten kann. Da geht er down. Ah, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Safe-Core vereitelt. Indem ich dich in einem Pokémon-Kampf besiegt habe, ja. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Rot, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Hi, na? Ich danke dir für die Rettung der Safe-Core. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz der größten Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Yay, Meisterball! Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ist hier in den Blumentöpfen noch was drin? Nö. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns wirklich gerettet. Danke. So. Ich habe aber sowieso schon wieder überzogen, aber das macht ja nichts, nachdem Draugos letzte Folge ja nur 13 Minuten mal wieder war. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, also in der übernächsten Folge wieder. Die nächste seht ihr ja bei Drago. Bis dahin, macht's gut und ja, stellt nicht zu viel Unsinn an.